Preisstabilität, Inflation, Deflation. Drei Begriffe, die gerade in den letzten Monaten immer mal wieder in den Medien zu hören sind. Dem einen oder anderen ist vielleicht auch bewusst, dass die aktuelle Inflation für höhere Preise im Supermarkt verantwortlich ist. Aber was steckt eigentlich wirklich hinter diesen Begriffen? Das schauen wir uns gemeinsam in dem Video an. Bei dem Ziel, Preisstabilität zu gewährleisten, geht es nicht um die Stabilität einzelner Preise. Vielmehr sollen Preise nur im Durchschnitt stabil bleiben. Das heißt, Preissteigerungen bei dem einen Produkt sollen Preisrückgänge bei anderen Produkten gegenüberstehen, sodass das Preisniveau insgesamt unverändert und die Kaufkraft somit erhalten bleibt. Also einfach gesagt, wenn der Magerquark ein paar Cent mehr kostet, dann sollte theoretisch der Preis für Wurstwaren ein paar Cent weniger kosten, sodass der immer gleich gefüllte Einkaufswagen von Familie Müller, nennen wir sie einfach mal, trotz Preisveränderungen einzelner Produkte an der Kasse trotzdem eben gleich viel kostet. Damit eine Marktwirtschaft funktioniert, müssen die Preise für Waren und Dienstleistungen beweglich sein. Nur so zeigen sie die Knappheit von Gütern an und bringen Angebot und Nachfrage zum Ausgleich. Die meisten Kunden achten bei ihren Kaufentscheidungen nämlich auf Qualität, Aussehen und Funktionalität. Eben genauso wichtig ist oft auch der Preis. In der Regel gilt, je günstiger ein Produkt ist, desto stärker wird es nachgefragt. Das sieht man eigentlich am besten, wenn man mal ein bestimmtes Produkt im Supermarkt beachtet, was im Sonderangebot ist, und dann wird das Regal meistens direkt leer gegriffen. Also sinkt der Preis, dann steigt üblicherweise die nachgefragte Menge, sofern alle anderen Bedingungen gleich bleiben. Andersrum gilt natürlich, steigt der Preis, geht die Nachfrage entsprechend zurück. Ein Anstieg des Preisniveaus wird als Inflation bezeichnet. Die Inflationsrate wird in der Regel im Jahresvergleich angegeben und gibt somit die Veränderung gegenüber dem Zustand von vor 12 Monaten, also einem Jahr, wieder. Wenn also zum Beispiel in der Zeitung steht, dass die Inflationsrate im Januar 2020 zum Beispiel 1,7% betragen habe, dann bedeutet das, dass das Preisniveau im Januar 2020 um 1,7% höher lag als im Januar 2019. Deflation ist dann also das genaue Gegenteil davon, wenn das Preisniveau langfristig sinkt. Aber nicht zu verwechseln ist hierbei, dass der Rückgang einer positiven Inflation nicht automatisch eine Deflation ist. Aktuell beträgt unsere Inflation offiziell ungefähr 8%. Und ginge die nun beispielsweise auf 7,5% zurück, dann sind wir noch immer weit von einer Deflation entfernt und nennen diesen Rückgang stattdessen Disinflation. Und berechnet wird die viel umwobene Inflation übrigens auf Basis des vorhin bereits erwähnten Einkaufswagens. Dieser umfasst 650 Güter nach verschiedenen Gewichtungen und wird ständig aktualisiert. Aufgrund der Preisveränderung kann man dann eben, wie am Anfang ganz kurz angerissen, durchschnittlichen Preis der Waren ermitteln und somit kann geprüft werden, ob die Preise stabil geblieben sind oder ob eben eine Inflation vorliegt. Der Verbraucherpreisindex für Deutschland aus dem Basisjahr 2015, den habe ich euch einmal unten verlinkt. Schaut gerne mal rein, wenn ihr euch mehr damit befassen wollt und wenn euch das Thema Inflation bzw. Inflationsberechnung mehr und mehr interessiert. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen Klarheit in diese drei Begriffe reinbringen konnte. Preisstabilität, Inflation und Deflation. Für viele ist es wahrscheinlich immer noch nicht ganz greifbar. Wichtig zu wissen ist aber, dass das ganze Geldsystem gar nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Es bedarf immer ein bisschen mehr Hintergrundwissen und auch das, was wir vielleicht in den Medien im ersten Moment wahrnehmen, das ist mit etwas mehr Hintergrundwissen oft ganz anders zu deuten. Wenn wir also in den Medien von einer Inflationsrate von 8% hören und vor dem Fernseher sitzen und sagen, Mensch, dann schraubt die doch wieder runter, dann ist das ganze Thema gar nicht so einfach, denn es gibt viele Zusammenhänge, die das Ganze etwas komplexer machen und eben die Banken nicht zum Beispiel in der Lage sind, mal eben spontan ihre Zinsen zu erhöhen, weil das eben einen langen Rattenschwanz mit sich ziehen würde. Deswegen versuchen wir euch so gut wie möglich zu informieren, damit ihr zukünftig wisst, wie ihr Nachrichtensendungen deuten müsst und was wirklich konkrete Schritte sein könnten. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Thema Finanzen interessiert. Grundsätzlich beschäftigen wir uns bei Axino Capital mit physischen Edelmetallen, also Gold und Silber, aber eben auch mit den Aktien von Firmen, die Gold und Silber erstmal aus dem Boden holen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, abonniert gerne, wie gesagt, den Kanal und schaut euch gerne mal unser Investorenmagazin Stocks to Perform an. Dort findet ihr nämlich Informationen zu spannenden Small-Cap-Aktien. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video.